Auf dem ehemaligen Tierheimgelände hat der Förderverein Musselweiß einen wunderschönen Generationenpark geschaffen. Ein großzügiges, naturnahes Freizeitgelände mit vielen Möglichkeiten für jüngere und ältere Menschen ist entstanden. In der Hauptsache durch ehrenamtliche Leistungen. Jetzt konnte bei einem offenen Tag die Öffentlichkeit das Werk kennenlernen. Sie sehen, wir wollen heute so einen Meilenstein in der Entwicklung feiern. Wir haben nämlich hier einen Rundweg barrierefrei angelegt, sodass wir, wie sich das für einen Generationenpark gehört, alt und jung ansprechen können. Wir sind hier mitten in der Natur. Naturnah heißt für uns, wir haben eine ganze Menge an Teilprojekten schon realisiert. Einen kleinen Weinberg, den sehen Sie da vorne, der ist angelegt worden. Wir haben einen Küchengarten gleich hinter Ihnen. Den Küchengarten mit einer Kräuterschnecke, einem Bohnentippi und lauter leckeren Sachen. Der Verein entstand mit dem erklärten Ziel, die Renaturierung des ehemaligen Tierheimgeländes zu gestalten. Wir haben den Verein gegründet, Förderung zur Lebensqualität hier in Musselweiß. Und unsere Hauptaufgabe ist eigentlich, das war auch Grund der Vereinsgründung, dass wir dieses Gelände hier renaturieren wollten. Für die, die es nicht wissen, es war wirklich eine Brache. Hier war früher einmal das Tierheim von Koblenz. Dann ist das Tierheim umgezogen und auf dieser Fläche war eben einfach nichts. Mit der Stadt wurde man schnell einig. Der Verein machte die Idee vertragsreif und beschloss schließlich, welche bestehenden Gebäude aus dem Tierheimnachlass noch erhalten werden konnten. Und der Rest wurde dann abgebrochen, zurückgebaut. Und in den letzten 3 Jahren ist hier dank ehrenamtlicher Arbeit, also Einsatz von handwerklichen Leistungen sowie auch Spenden monetärer Form und auch materieller Form auf Grundlage unserer Masterplanung das entstanden, was man heute so sehen kann. Wir sagen, wir befinden uns noch am Anfang, aber sind schon ein gutes Stück weit gekommen. Das Gelände interessierte und begeisterte auch die Besucher an diesem offenen Tag. Gemeinschaftserlebnisse, Lern- und Kulturangebote sollen den Park jetzt mit Leben füllen. Dieses Gelände soll von alt und jung genutzt werden, aber natürlich haben wir als Verein da die Verantwortung und müssen jetzt auch mal erproben, wann machen wir sozusagen das Tor auf. Hier kann jeder bei uns mitarbeiten, hier kann man gärtnern, wir wollen feste Tage einrichten. Wir haben einen Backes gebaut, in dem man Brot backen kann, aber hier werden auch kulturelle Veranstaltungen stattfinden. Die wir mit anderen veranstalten oder wo vielleicht auch Gruppen auf uns zukommen und sagen, das ist ja ein toller Platz, hier würde ich gerne mal eine Lesung machen. Wir denken an Kunst im Gelände, aber immer unter dem Aspekt alt und jung. Der Generationenpark soll allen Koblenzern zur Verfügung stehen. Man muss wirklich dazu sagen, andere Ortsteile haben ein Bürgerhaus oder haben eine Grillhütte. Und ich denke, hier für die Moselweiser ist das eine ganz, ganz große Bereicherung. Aber auch, wir haben eine ganze Menge Mitglieder, die auch aus dem Stadtgebiet kommen. Weil wir sind mit dem Fahrrad schnell zu erreichen. Für die weitere Entwicklung des Geländes sind natürlich noch fleißige Hände gefragt. Zu tun gibt es genug und ein Plus an Lebensqualität in Zusammenhang mit Umwelt- und Naturschutz, Bildung, Kunst, Kultur und sozialem Engagement kommt schließlich allen zugute.